So, Leute, da sind wir beim nächsten Spiel. Und ich habe den Norman dabei. Grüß Gott. Und wir gucken uns heute an Dead Guy Affinity gegen Death and Hawks. Ja, Dead Guy Affinity, langes her, schwarz-weißes Affinity-Dead Guy Elm-Mischungsdeck. So ein komischer Hybrid. Genau, so ein komischer Hybrid. Gegen ein anderes Homebrew, in Anführungsstrichen Homebrew mit Death and Hawks, was ja auch eine seltsame Death and Texas-Variante ist, oder? Ja, halt mit Career Hawks. Nee. Squadron Hawks. Squadron Hawks, die Gagas und die Enchantment, die weiß. Genau. Force of Vulture, glaube ich. Virtue. Genau. Und Dead Guy Affinity natürlich Artefaktländer, Mox, Stormforge Mystic in beiden Decks tatsächlich. Stimmt. Und in beiden Kaldra, oder? In beiden Kaldra tatsächlich. Ui, ja. Ui, ui. Auf der anderen Seite natürlich wieder Dead Guy Style. Kaldra mit Bob? Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Das kann man mal machen. Das ist ein Silent Clearing gegen Doppelebene. Boah. Charming Prince. Charming Prince ist so, ja, Scry 2. Da ist auf jeden Fall ein Hawk und eine Stormford. Hm. Und eine Ursa-Saga. Wo? Achso, nee, ja, bei dem Scry. Ich war gerade auf der Hand vom... Die werden beide on top gelegt, ja. Ursa-Saga, eine Marke drauf, dann für Schöne zwei Stone of the Forge, die Mystica. Ja. Kann man mal machen. Kaldra? Kaldra? Wahrscheinlich Kaldra. Da Dead Guy Affinity die Jitte nur im Sideboard spielt und die echt nicht so geil ist gegen Dead and Hawks. Nee, nicht wirklich. Also alles hat irgendwie zwei oder drei Händen und ist echt widerlich, sobald halt die Verzauberung liegt. Ja, ja, ist halt, die gibt halt +1/+1 auf jede Kreatur und das die Jitte dann halt echt Bock. Ja. Ja, dann haben wir ein What's the Plowshares, okay? Kriegt man ein Leben. Und spielt wahrscheinlich die eigene Stormforge. Ja, eigene Stormforge. Into Kaldra. Mehr Kaldra. Boah, willst du Kaldra oder? Ja, Big Beastgall. Ja, du willst hier Kaldra, meiner Meinung nach. Ja. Und ja, ist halt die Modern Horizons 2 Karte. Ja, die sind überall, habe ich gehört. Ne? Ja, ja. So wie, da liegen ja schon wieder. Auf der anderen Seite liegt ja auch noch eine. Ja. Und dementsprechend echt sick. Okay, wird das Leben wieder ausgeben, weil man vergessen hat, sich ein Leben abzuziehen. Für das Silent Clearing, fürs Tappen für einen Mana. Da ist das. Da kommt ein Lotus Petal. Noch ein Schockland. Ja. Die Ursa-Saga müsste mittlerweile auf 2 liegen. Hm. Ja. 17. 2 Mana. Titolus. Okay. Goodbye, Kaldra. Ja, genau. Kaldra, Swords und. Primas. Uff. Titolus-Skala sagt, wenn er das Spielfeld verlässt, ne? Yes. Also hier nimmt man die Kaldra runter und hofft, dass jeder Swords spielt. Okay, hat man noch. Da kommt noch eine Marke. Da kommt noch eine Marke. Ist eigentlich noch eine Marke drauf. Genau. Dann für 2 Mana kommt. Keine Ahnung. Stoneforge? Ne, Edda's Sworn Canonist. Oh. Oh. Ja, das macht Sinn. Einfach nur, wenn der Gegner weniger Spells spielt, man einiges hat. Ja, jetzt kann man hier Sworden, kann dann die Kaldra ins Spiel bringen und kann ordentlich ins Gesicht drücken. Jo. Weil Kaldra hat Eile. Etwas, was ganz viele Leute vergessen und auch... Kaldra hat eine Menge. Ja, die hat eine Menge. Die hat leider Gottes echt eine Menge. Hiermit geswordet. Gibt man auf 19, kriegt die Kaldra zurück. Dann auf kommt die Kaldra ins Spiel. Bam. Und dann legst man quer für... 7? Ich denke, hier greift man für 7 an. Man ist jetzt wirklich in der Agro-Position. Ja, der Charming Prince hat sein Soul erfüllt. Also. Genau. Das könnte wehtun. Das könnte richtig wehtun. Vor allem so richtig interagieren kann man jetzt nicht. Ne? Nee, nicht vor Kaldra was vorzuhalten ist halt auch so. Meh. Ja, Trappel-Erschlag ist super interessant. Ja, und wenn die in den Friedhof gehen, werden die Kreaturen exiled. Okay. Trigger und Stack, Mana in Pool. Ja, das stimmt, die werden exiled. Das ist... sehr, sehr uncool. Entweder Mana oder hier Stab, Stäbchen. Ja, man kann hier den Speer nehmen, aber... Hydro für der Fundry. Vielleicht auch eine Idee, aber macht halt gegen Kaldra genau gar nichts. Nee, da Trampel drauf ist, -1/-1 drauf geben. Ja, -1/-0. Nicht so relevant, denke ich. Wenn man noch ein Artefakt hat, kann man natürlich den Mox nehmen. Man hat noch ein farbloses im Pool.
Man hat noch ein farbloses im Pool. Das heißt, man hat insgesamt 3 Mana. Wenn man sich einen Mox holt, hat man 4. Kannst du mit 4 Mana, glaube ich, wenig anfangen. Nicht wirklich. 2-2-Drop spielen oder so, weil das Deck sehr 2-Drop-heavy ist. Da hat noch man noch ein Land. Dann für 2. Ein weißes. Portable Hole. Portable Hole kann den Token rausnehmen. Das ist für Death and Hawks ein Problem, weil Death and Hawks ja die Prinzen spielt statt die Flicker Wisp. Und das macht es auch sehr viel schlechter, meiner Meinung nach. Und ein Nettle Cyst. Die Nettle Cyst ist ganz schön fett. Ja, ein wunderschöner Token von tokens.dg.com. Genau wie die Matte übrigens, die von Death and Hawks, fällt mir ein. Schleichwerbung incoming. Schleichwerbung ist keine Schleichwerbung mehr, wenn man sie offensichtlich macht. Beat für 2 mit dem Etherspawn. Auf der anderen Seite, Devon Hawks hat noch einen Primas in der Hand. Das ist gut. Ja, das ist gut. Aber der Nettles ist halt jetzt ziemlich fett, ne? Ja, wie groß ist denn der? 1, 2, 3, 4, 5. Hier ist ein 5-5er. Der macht eine Menge. Ja, auf der anderen Seite generiert Primas halt jetzt im Block im Zweifelsfall auch Tiere. Ja. Und je nachdem, wie groß die werden, ist das schon relevant. Ja, Primas, wie gesagt. Und ein Port. Wahrscheinlich das noch. Etherswarn und eine blinkende Karte in der Hand von Dead KL Affinity. So, oh mein Gott. Ja dann nimmt man es Schock, damit der Gegner sich schön Leben pingen muss. Duel. Oder einfach ein Duel legt. Ja, Duel geht halt auch. Duel geht halt auch. Dann haut man hier für 5. Oh, die Mana-Basis ist auch verdammt durcheinander, ne? Ja. Painland, Shockland, also beziehungsweise Horizonland, Shockland, Duelland. Ja. Man könnte fast schon sagen, er spielt Commander. In der Theorie, ja. Wenn jetzt noch das weiße Artefaktland, ein Ancient Den liegt. Ja, ist auf jeden Fall Commander-Base. 5 ins Gesicht. 5 werden mit dem Etherspawn weggeblockt. Ja, die Nettle Cyst hat halt keinen Trampel, ne? Nee, und man hat bisher auch noch keinen Flieger. Man könnte jetzt allerdings langsam sicher halt zu einem Flieger abbilden. Verzauberung, Hardcastable. Und jetzt ist der Primas richtig schön. Mhm. Der scheißt jetzt 3-3er, ne? Ja, genau. Er scheißt jetzt 3-3er, 2-2er und ist selber 4-5 für 3 Mann und scheißt 2-2er. Das ist schon mächtig. Also, das ist ja so eine der Bewandtnisse, weshalb man dieses Deck spielen sollte. Genau wie die Squadron Hawks, die ebenfalls auch. Die Katze hat auch was. Ach, wegen Random Six, ne? Ja, wegen Random Six. Das war die Grundidee, warum man dieses Deck gebaut hat. Aber es ist weiterhin ein gutes Deck. Es ist ein sehr aggressives Deck, ein sehr schönes Deck und ein sehr straightforward Deck für alle Leute, die für die Death and Taxes zu schwierig ist, was ich verstehen kann. Oder zu Toolbox-lustig. Ja, zu Toolbox-lustig. Das ist halt wirklich eine Agro-Version davon, was sehr, sehr cool ist. Spielt man hier den Tutor-Dude im Haus? Nein. Hast du ja eh nichts, was du finden kannst. Stimmt, ja, du hast Hawks. Was man aktuell tatsächlich spielen kann, wenn man möchte, ist der neue Vampir. Aus Crimson Vow. Immer eine Karte zieht, wenn eine Kreatur mit Verteidigungsstärke 2 oder weniger ins Spiel kommt. Weil jetzt zum Beispiel in der Situation würden die Primas-Token dafür sorgen, also darfst nur einmal pro Runde eine Karte ziehen, aber trotzdem. Die Primas-Token würden für eine zusätzliche Card-Draw sorgen. Die Squadron Hawks sorgen für eine zusätzliche Card-Draw. Ohne die Verzauberung sorgt dein gesamtes Deck bis auf Primas für einen zusätzlichen Card-Draw. Und der ist halt auch 3 Mana fliegt. Das ist ein sehr, sehr cooles Teil in dem Deck. Und das ist schon lecker. Da kam Everswan und Stoneforge. Das war die Glitzerkarte. Ja, aber das ist halt das Interessante bei Deadcare Affinity. Man hat halt nicht nur die normalen Stoneforge-Targets, man hat auch die Nettlesists. Und man hat echt eine Menge Ausrüstung einfach drin, so random, weil man hat ja auch noch den Shadow Spear drin, einfach weil er random gut ist mit. So eine Kaldra mit einer Nettle Cyst. Das tut weh, habe ich auch schon zugeschlagen, ist der Wahnsinn. Ja, 5 Mana noch. 2 Mana. 2 Mana entfernt davon, dass Primas eine Kaldra an. Das ist ein Giver. Der Giver ist wichtig. Ja. Thema ist wichtig, weil Schutz vor farblos. Wobei so viel farblos ist in Deadcare findet, glaube ich, gar nicht drin. Ich weiß auch überhaupt nicht, was farblos drin ist. Stimmt, der Gurm ist ja schwarz. Der Gurm ist schwarz und ich glaube, alle anderen Artefakte haben eine Farbe. Das Portable Hole ist auch weiß. Ja. Oh. Kaldra, komplett. Habe ich dir eben noch gesagt, Kaldra mit Nettle Cyst? Ja. Ich hätte Maul nicht so weit aufreißen sollen. Oh,
wurde in der Upkeep wurde das gemacht. Ein Mana. Shadow Spear. Shadow Spear. Uiuiuiui. An den Nettlesist, weil er größer ist als die Kaldra und somit beide Kreaturen Trampel haben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ach, da lag noch was am Rand. 8 plus 1 sind 9, 9 und eine 5, 5. Alles trampelt. Wow. Alles trampelt und ja, das tut weh. Das tut einfach nur weh. Ich überlege, man immer blockt, aber dann, oh, warte, der Trampel, dann block ich nicht. Ja, stimmt, der Shadow Spear gibt der Trampel. Ja, oh. Shadow Spear gibt alles, was man haben möchte, ist eine großartige Karte. Und setzt einen einfach wieder hoch auf 16 Leben. Den Gegner von 19 auf 4. Das hat wehgetan. Das hat geknallt. Meine Damen und Herren. Und ja, hieraus sich zu befreien, ist jetzt natürlich ziemlich easy mit dem Giver. Ja. Aber... ja, 4 Leben ist halt nicht viel. Man hat halt das reicht nur nicht. 4 Kreaturen. Das ist egal, was du dir ja da jetzt zusammenstellst. Ja, man kriegt noch einen Katzentoken. Ja, du kriegst noch einen Cat-Token. Dann ja. Haut man für 4, 6, 8 Damage. Was auch schon sehr impressive ist. Aber ich bin mir nicht sicher, ob man das hier überleben kann. Sind das 1-1 Katzen, die dir Primas bringen? 1-1 Katzen, die aber plus 1-1 kriegen, genau. Ich dachte, das wären 2-2 Katzen. 2 Mana wird irgendwas gewurschtelt. Wuschel, wuschel, wuschel. Ah, es wird die Top-to-Fun reaktiviert und es wird ein 1-1er gemacht. Die Retro-Fütter, stimmt, die steht ja die auch noch irgendwo in der Ecke liegt, genau. Ah, ja, das ist aber, glaube ich, ziemlich. Obwohl. Ja, Talia. Jetzt einfach alles querlegen. Ja, ne? Du hast halt 2 Sachen mit Trampel. Das nimmt halt jetzt alles weg. Du kannst den Primas noch beschützen. Du kriegst aber trotzdem einen Arsch voll Leben. Ja, und einen Arsch voll Damage. Also es geht auch eine Menge Damage durch. Also es ist wirklich eine sehr verzwickte Situation. Puh. Ja, wird auch genauso realisiert und geschoben. Ja, vor allem, wenn man halt nichts wirklich töten konnte davon. Ja, man hat halt nichts losbekommen, die Kreaturen waren kleiner und ja, die Kaldra war halt... Kaldra ist gut. Ja, für Game 2, Defenhawks hat Council's Judgments zum Beispiel. Disenchant, Klassiker. Disenchant, die Klassiker, ziemlich gut. Und den Leonin Relic War. Ja. Dead Guy Affinity hat Swords to Plowshares. Ja. Und ich glaube, noch ein paar andere Removal Spells. Fatal Push, glaube ich, auch noch. Hm. Bin mir gar nicht sicher. Deck dürfte von beiden Decks vorhanden sein. Needle auf eine Weile. Uff. Das ist Tronk. Stimmt, Needle könnte auch noch drin sein bei Defenhawks. Aber dann schießt du die halt selber mit den Kriegen. Stormforge. Oh ja, hier. Da wird auf jeden Fall sehr, sehr schnell gegriffen. Das ist wirklich eine Geschwindigkeit. Uff. Ja, was kommt jetzt beim Gegner? Ja, für ein Mana. Ach, das Ding. Wie heißt das nochmal? Nekropede? Hexparasit? Hexparasit, genau. Nekropede war das Infect-Ding, genau. Hexparasit, wo man Marken von Permanenten unternehmen kann. Unter anderem auch von Aetherfuel. Was sehr, sehr witzig ist. Und ja, und von der anderen Seite kann man natürlich auch Ursas Saga ganz gut Tokens runternehmen. Auch das sehr, sehr gut. Ja, Samana, Stormforge, Kaldra. Dicker Kaldra, Beat für 5. Ins Gesicht. Dam, 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 da, da, dam, dam, dam. Bäh. I bäh, pfui. Ja, das tut halt weh. Und das ist ein Wasteland. Ist auf jeden Fall noch kein schwarzes Mana vorhanden. Das Wasteland ist jetzt halt auch so. Hier gibt man einfach wieder ab. Achso, du willst die Dead Mana offen behalten für Ursa. Vermutlich Dude und dann was machen, aber die Dudes sind halt nicht gut genug. Die Dudes machen nicht so viel. Ja, okay, die Dudes werden 5-5 nächste Runde. Interessiert halt Kaldra mit Erstschlag und Zerstörbarkeit. Erstschlag und allem anderen auch noch. Exil die andere Kreatur und alles. Nicht, das ist eine Jette. There's a Jit. Ja, Jitte ist tatsächlich aktuell ziemlich, ziemlich gut, weil es den Parasiten abschaltet, weil der Parasit halt nur 1-1 ist und auch nur bis 1-0 kriegt. Ja, und Markenunternehmen ist Teil der Kosten. Ja, Markenunternehmen ist Teil der Kosten und dementsprechend kann man darauf nicht
reagieren. Doch, du kannst die andere Marke runternehmen. Du kannst die andere Marke runternehmen, die dann wieder ein Response drauf benutzt werden kann. Ja. Dementsprechend macht das nicht so viel. Da wird noch ein Dude gemacht. Du kannst in Magic sehr viel machen. Wie viel Sinn das macht? Das ist ja, die andere Sache. Das ist das, das, ja. Das, ja. Ähnlich wie im Mathe-Test. Gut, hier haben wir einen Mox-Opal, der Mana Enable plus noch eine Ursache. Wir haben jetzt 2 Mana jetzt offen für den Hexproset wahrscheinlich. Nö. Bob. Bob. Also jetzt müsste auf jeden Fall Kaldra mit der Stormfall, mit der Jitte equipped werden, zugehauen werden, Bob und den anderen rausgenommen und. Ja, ach, vor allen Dingen mit dem Erstschlag. Ja. Das ist ja bei Talia schon immer so, so total angenehm. Ja, vor allem mit der Jitte. Deswegen, das ist wirklich, wirklich krass, was hier jetzt gerade auf dem Board liegt. Man muss hier im Endeffekt nur ausrüsten und zuhauen. Ist die Frage, ob man das sieht oder weiß oder möchte. Natürlich sieht man die Strategien noch. Aber da kommt eine Piffing-Needle. Ursachsage. Vermutlich die Ursachsage. Aber sie hat ihren Job halt gefühlt auch schon getan. Ja, aber jede weitere ist tot. Bis auf das Mana. Ja, und den Search. Ja. Aber es sind schon 2 benutzt, deswegen. Ja, irgendwie. Kann man machen. Kann man machen, denke ich. Da hat man mit einem Token geblockt. Ja. Noch eine Ursachsage. Ja. Lucky. Gute Needle. Ja, schlechter Bob. Eigentlich guter Bob, nee, weil nur Schaden. Wollte ich gerade sagen, hat keinen Damage gemacht. Das ist schon mal viel wert. Aber ein richtiges Land wäre, glaube ich, hier lieber gewesen. Auf der anderen Seite hat man jetzt 4 Mana, weil man hat ja mit dem Mox mittlerweile auch schwarzes Mana, was sehr, sehr relevant ist. Da jo, zieht man noch eine Karte. Okay. Wastelands, Shadow Spear. Das ist natürlich mies. Das ist natürlich mies. Boah, Alter, wie sind wir? 1, 2, 4, 6, 7, 5, 7. Ja, stimmt, das ist aber auch noch 7, genau. Dann haut man für 7 und kriegt 7 Leben. Der Shadow Spear ist so gut. Wie der hart übergangen wurde bis Modern Horizons 2. Der war aus Teros, ne? Teros. Und niemand hat den gejuckt. Der war halt Teros, ne? Ja. Uro und Kroxaros. Anders war irrelevant. Stimmt, der war bei 2 Euro. Und was kostet der jetzt? 20, 25, glaube ich. Ja, ja, in Non-Foil natürlich. Wahnsinnig teuer geworden, das Teil. Ist auch wirklich eine gute Karte. Haben die Leute wirklich hart drauf gesleept? Muss man einfach. Ja, so ungefähr wie lange? 2 Jahre? Ja, ungefähr bis Modern Horizons 2. Ursachsage. Ursachsage. Ja, jetzt natürlich die Frage, was macht man? Ich würde ja auch einfach die Yeti Equipment zuhauen, weil auch hier keine Marken. Macht das relativ gut. Aber irgendwie wird die nicht wirklich. Apprentice wird gedroppt. Ich gehe mal davon aus, der hat Angst wegen den Fieber, die Marken runternimmt. Das kann gut sein, dass man da die Interaktion nicht genau kennt. Und das halt dabei auch, ja, Shadow Spear halt. Ja. Sehr gut. Ja, besser als irgendwas anderes, weil. Ja. Der ist das größte Problem aktuell. Ja, ja, ja. Nee. Und, glaube ich, da ist keine Better Skull drin, oder? Dead Girl finde ich ist auch eine Better Skull. Ist auch eine Better Skull, ja, okay, natürlich. Weil ansonsten wäre halt auch die Möglichkeit, die einzige Möglichkeit gewesen, Leben zu kriegen. Ja, schon. Jetzt Ancient ist die Frage. Ist jetzt für Mana? Tap für Mana, weil ich gehe mal davon aus, Piffing Needle sagt, keinen Konstrukt zu machen. Genau, sonst hätte man letzte Runde vermutlich einen Konstrukt gemacht. Ich wüsste nicht, welche Karte sonst angesagt werden könnte. Oh, Disenchant. Auf die Needle, interessant. Ja, weil man ja noch die Ursachsage auf der Hand hat. Ja, aber hier hätte ich die eigentlich. Das Disenchant auf die Needle ist wahrscheinlich wirklich nur passiert, weil der Gegner die Jitte nicht benutzt. Ansonsten der Jitte schon. Aus irgendeinem Grund, der die Jitte hinter dem Little Cyst, hinter dem Pax Parasite festhängt. Krass. Kurzer Gehirnknoten. Da sieht man mal halt, was man Gehirnknoten so alles einrichtet an dem Spiel. Weil das Spiel wäre schon lange over, hätte man die Jitte equipped. Jo, Bob wäre nicht mehr da. Das heißt, die Card Engine wäre weg. Plus die Karte wird immer stärker. Die Ding kommt dann für 9 zugehauen, wenn es irgendwann nichts mehr hat. Also das ist schon wesentlich besser. Ach stimmt, du kannst immer im Plus 2 Ja, ja, genau. Also das Spiel wäre schon länger over gewesen. Ja. Boah, hier macht man einfach nur den Go. Krass. Krass. Gut, Devon Hawks scheint hier keinen Mana zu haben. Sie haben auf jeden Fall einen Hawk auf der Hand. Erstmal die Frage, Hawk oder Jitte? Also wenn er so weiter spielt, wie er bis jetzt gespielt hat, Hawk. Yes. Erst hauen, dann bauen.
Kann ich sehen, kann ich sehen. Mhm. Sieben runter. Das ist halt die Frage, wenn man Hawk hat und wenn man die Enchantment hat, hat man so... Hawk. Einmal Gaga bitte für alle. Sehr, sehr coole Karte. Einfach für mich so die und Stoneforge, das ist zwar so ein Standard, das mit Jace the Mindsculpture. Schönes Standard. Erstes Syndicate. Mit Squeezing World Worldwake. Ja. So ist in der Richtung. Interessante Kombination. Ja, hier haben wir drei Hawks, weil man hat nur drei Handkarten, also kann man auch alle einfach rausnehmen. Jo, das macht keinen Discard. Nee. Ansonsten kann man ja auch immer noch, wenn man sie hat, das Force of Vitor raushauen und die... Nee, die geht ja nur im Gegnerzug. Force of Vitor geht nur im Gegnerzug. Das ist ja genau der Punkt, weshalb man da halt sagt, hey, ich mach das in deinem Zug nur. Jetzt fällt mir gerade ein, alle Force of sind Spells, außer das Weiße. Ja. Ha! Das Weiße ist eine Verzauberung und alle lassen sich im Gegnerzug nur casten und alle bis auf das Rote sind auch gut. Ich weiß gar nicht, was das Rote macht. Zweifelsvoll Schaden. Nee, es war kacke. Ich glaube, es war richtig kacke. Ich glaube, es übernimmt eine Kreatur oder so. Ich frage mal gerade die Regie. Ja, hier wird zugehauen mit einem 2, 4, 6, 7, 7, 7er. Boah, der haut halt hart. Der wird richtig groß, das scheiß Ding. Da ist ein Force of Vitor. Wird gespielt. Ja. Dann nimmt man einfach den Ding und mit dem Hawk geblockt und der ist dann weg. Hier zieht man eine Karte und equipt man jetzt eigentlich mal die Jitte? Weiß ich nicht. Endlich Jitte? Sollte man mal. Ja, man könnte jetzt hier auch einfach beide Gagas spielen. Das Spiel sieht sehr, sehr over aus. Ja, tatsächlich. Hm. Alleine, weil die Kaldra wirklich hart die ganze Zeit zuhaut. Wirklich hart. Ja, die hält halt mega rein. Ne? Jetzt musst du langsam schon, kannst einen Token produzieren, oder? Yes. Ja. Der wird zum Blocken benutzt. Rote Force of macht 2-3-1 Red Elemental Creatures mit Trampel und Eile, die du am Ende des Zugs opfern musst. Cool, im Gegnerzug. Die Gegnerzug zu machen macht voll Sinn. Macht mega Spaß. Dann nimmt man eine Marke runter. Weil jetzt hat man die Infinite-Token-Prozedur von Hex Parasite. Online ist die Frage halt, wie lange man sie hat. Ja, da kommt entweder ein Wasteland. Okay, werden komische Mana getappt. Meine Jitte, deine Jitte. Ja, ich glaube, hier wurde der Bob-Trigger vergessen, deswegen wurde kurz draufgehauen. Ja, das kann sein. Ja, bei Bob ist ja immer die Frage, ist es ein positiver oder ein negativer Trigger? Ja, meistens positiver als Card-Choice. Killt man die Stormwatch? Man killt die Stormwatch auf jeden Fall. Killt man die Stormwatch? Ja. Aber. Okay, was anderes killst du halt. Achso, der Bob ist ja 2 vorne, stimmt. Genau, Bob ist 2 vorne. Und deshalb muss man hier noch eine Marke runternehmen. 4, 5 Mana. Ja. 3 Mana. Wahrscheinlich noch eine. Councils? Auf dem Parasite? Macht man sich vielleicht. Ja, wenn das jetzt Council of Parasite ist, dann fange ich langsam an auf. Dann fange ich zu weinen an. Ja, ich auch. Lol. Echt? Echt? Wow. Ja, das. Ich meine, es sieht nicht schlecht aus. Es ist wirklich nicht bad. Ich hätte Equipment in die Fresse hauen. Ja, es ist wirklich nicht bad. Aber. Nee, okay. Ich habe keine Hütte equipped. Oh. Aber gut, das Spiel ist auch. Das ist vorbei. Der liegt jetzt gleich quer. Der Gegner. Doch, der hat noch 4. Oder wurde. 2 Leben? Lol. Was? Kaldra? Kaldra komplett! Aber es macht halt genau gar nichts. Die macht gar nichts, ja. Die Geier fliegen, ja. Genau, die Gagas fliegen drüber, steht dann 1-1. Jo. Dementsprechend interesting, würde ich sagen. Interesting. Ja, das stimmt. Bam, Primas. Primas, um den Tod zeigen, was er hat, und dann die beiden Flieger geben. Quippt noch einen Flieger mit einer Jitte und geht dann reinschwingen. Ja, hätte man halt eben schon machen können, weil man hat den Port vergessen. Ja. Über Upkeep. Ja. Ja, man muss es ein bisschen nachsehen. Wir haben alle lange nicht mehr Magic gespielt. Und wir machen halt alle Fehler. Die Aufnahmen waren ja ganz am Anfang. Deshalb, wir machen alle Fehler und das ist auch voll okay. Niemand sollte dafür gemobbt werden. Also wenn ich in 6 Runden FNM bei uns spielen würde, würde ich glaube ich voll reinscheißen.
Dann würde ich, glaube ich, echt nur noch Prison spielen und just for the lulz. Ja, das hat mir auf jeden Fall das 4-0 gebracht. Gut, hier haben wir eine ziemlich okay Hand, wenn ich sehe. Wir haben einen Giver, wir haben einen Hawk, wir haben einen Force. Wir haben nur einen Mana. Boah. Ich kenne Steffens Glück mit Händen mit einem Mana. Ja, ich auch. Ich auch. Er auch. Er auch. Wir er auch. Er auch, wie man merkt. Genau. Ansonsten, wir haben, glaube ich, nicht wirklich was in Zeitpunkt gesehen, außer dass Dead Guy Affinity Disenchant gebordet hat. Ich glaube, die spielt man mittlerweile auch nicht mehr, sondern man spielt hier, wie heißt das schwarz-weiße? Fracture? Fracture, ja. CMC4, ne? Nee, zerstört einfach ein Artefakt, eine Verzauberung oder, ich glaube, noch irgendwas. Planeswalker? Das kann sein. Irgendwas in dieser Richtung. Auf jeden Fall sehr, sehr guter Spell für dieses Deck und spielt man auf jeden Fall über den guten Disenchant. Ja, macht halt dann einfach mehr, ne? Ja, auch wenn Disenchant natürlich wesentlich besser ist, wenn der Gegner einen Nullrod oder ähnliches hat, aber ja. Wenn der Gegner einen Nullrod hat, muss man eh weinen. Ja, Fracture, Artifact Enchantment oder Planeswalker. Ja, genau. Dafür halt gut. Color Screwed. Ja, genau, schwarz und weiß. Sehr, sehr interessant. Jetzt Game 3, nachdem beide Decks sich so ein bisschen ausgespielt haben. Was glaubst du? Game 3? Dead Guy Affinity fängt an. Ja. Das ist für mich der Kasus Knackus, weswegen ich sagen würde, das geht an Dead Guy Affinity, weil das ist halt so ein Match ein bisschen auf Augenhöhe. Genau, plus man darf halt nicht mulligan. Also Dead Guy Affinity will nicht mulligan. Ja, und wenn die eine sehr gute Starthand haben, einfach rotzen, dann ist das ganz schnell over. Ja, okay. Devin Hawks hat halt den Vorteil, der profitiert quasi von einem Mulligan, je nachdem, ob er Turn 2 einen Hawk legen kann. Genau. Oder Turn 3. Also. Land go. Sind wir in vor Krüppelkeit? Nee. Ich wollte gerade sagen, Titanoskala. Go. Titanoskala. Boah, wird dann Force. Ich sehe auf jeden Fall eine Needle in der Hand. Wird dann Force aufgesmashed? Überlegt. Nee. Council. Was ist das denn für eine Hand? Drei Länder, Councils. Der Hardcast Kaldor dauert auch noch was. Boah, hier würde ich fast schon echt das Councils wegnehmen. Da hätte ich safe die Needle gesmashed. Auf Ursas Sage. Ja, aber es gibt ja noch andere problematische Karten in diesem Deck. Ja, aber außer Stoneforge willst du davon keine Ansagen. Needle wird weggenommen. Das heißt, wenn ich es richtig gesehen habe, war eine Ursas Sage auf der Hand. Das heißt, die Ursas Saga wird jetzt gespielt. Wasteland. Ja, jetzt schmeißt man das Wasteland weg für ein Dartweise Mana. Und ja, vor allem hat man jetzt einfach einen Turn wieder gewastet. Haha, gewastet. Dun dun. Und wir 200 Bob. Boah, stark. Das wird jetzt wahrscheinlich. Stark. Auf der anderen Seite halt eine Ebene. Kann natürlich ordentlich was kommen. Aber mit den Handkarten ist bisher echt mau. Stoneforge. Sehr, sehr gut. Die holt jetzt vermutlich Chitte. Ja, der Rest ist ja schon da. Ja, es könnte noch ein Spot of Fire and Ice sein. Ein Sophie. Oder hier, das was Artefakte zerstört, wenn er es im Sideboard hat. Wenn er es im Sideboard hat. Das Steel and Sinew. Das ist doch Stahl. Ne? Rot-Schwarz. 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 Boah. Zerstört ein Planeswalker oder ein Artefakt, ne? Und oder. Und oder. Ach du Scheiße. Ja, sehr, sehr mächtig, aber. Ey, das Blau-Grüne war doch was mit Proliferate. Ne? Nein, das Blau-Grüne ist Wolf und Mill. Oh, Alter, Proliferate, die Schwerter. Proliferate ist Blau-Weiß. Plus 1 Marke und Proliferate. Ey, gut, ja, dass ich keine Ausrüstung spiele. Ja, es ist halt, wenn man einmal Stoneforge drin hat, muss man die halt auch alle haben. Bis auf das Blau-Grüne, das ist kacke. Und das Neue, das Grün-Weiße, dieses Home and Kitchen and Home oder so, wie das What heißt. What the fuck? Er flickert. Im Endeffekt flickert und sucht ein Basic Land raus. Ja, hier hat man jetzt unser Saga online. Aber hier muss man auf jeden Fall irgendwie mit der Kaldra handeln. Okay. Hat man geschafft. Handelt ein bisschen mit der Kaldra, zumindest auf Zeit. Kann hier zumindest die. Ja, dann kann aber nächste Runde auch die Dings kommen. Selber eine Jitte und Beat für 4. Ja, okay, der Beat ist halt schon true. Man müsste aber, glaube ich, noch ein Leben abziehen. Oder, nee, man kann ja für ein farbloses tappen. Nee, man muss schon für. Ach, stimmt, ist ja mal. Ist ja ein Horizon Land, genau. Ist ja kein Pain Land. Nee, ist eine Modern Horizon 1 Karte. Schon wieder Modern Horizons. Aber 1. Ja, aber eins. Modern Horizons. Ja, das ist korrekt. Mhm. Jetzt die Frage, ob man hier nicht einfach Council smasht. Ja, um die Stoneforge wiederzukriegen.
Ey, Stormwatch macht halt nicht viel. Man muss die Jitterlag nehmen. Weil wenn die Stormwatch wieder kriegt, hat der Gegner einfach equipped und zugehauen. Ja. Trigger und Stack für die dritte Marke. Lasst mal resolven. Zählt man hier kurz so die Artefakte. Man hat genug Artefakte für Mox. Mhm. Man hat dann 1 Mana, 2 Mana, 3 Mana, 4 Mana, 5 Mana. Man könnte Ding spielen, aber man entscheidet sich für einen Golem. Golem. Ja, okay, man kann halt jetzt einen Mox holen. Kann sich noch ein Land legen und dann hat man halt wieder. Das ist so strong. Du machst eine Kreatur, holst dir einen Mana-Stein raus, droppst am besten noch ein Land und knallst dann noch irgendwas hinterher. Ja, Stormwatch. Boah, Alter. Jetzt ein Nettlesist oder Kaldra? Jetzt fährt Dead Gaella aber mit Devon Hawks echt Schlitten. Ja, das ist gerade. Aber die Hand war von Devon Hawks auch sehr, sehr strange. Ich vermute, es war eine Kontrollhand in der Hoffnung, dass der Gegner nicht einfach aufs Board kotzt. Ja, aber eine Kontrollhand mit einem Control-Piece. Ja, und das war Constant Judgment, das Turn 3 kommt. Drei Länder. Ja, okay. Ja, da ist Kaldra komplett. Hier sind alle Fronten offen. Hier tut alles nur noch weh. Wir haben eine Kaldra plus eine Bitte. Land. Wrath of God? Tatsächlich wäre es möglich, hier ein. Wie heißt es? Cataclysm zu spielen. Cataclysm. Ja, aber dann kriegt der Gegner trotzdem mehr raus, weil er kann ein Artefakt benennen. Ja, er muss das Artefakt benennen, aber er muss als Artefakt das Portable Hole benennen. Ja, stimmt. Ansonsten sieht es schlecht aus und hat nämlich Kaldra im Gesicht. Das heißt, man hat Artefakt, Creature wahrscheinlich Bob und Land vermutlich Wasteland, nur um den Gegner dazu zu bringen, nicht Basics zu nehmen oder so. Ich weiß es nicht. So oder so sehr ätzend. Noch ein Council's Judgment, ja, da muss die Stormforge gehen, ansonsten kommt der Beastgeil. Und dann kommt der Beastgeil, dann kommt der Kaldra. Stimmt, Kaldra. Ja, da war die nächste Stormforge. Die nächste Stormforge, ne? Das tut weh. Das tut richtig weh. Vor allem, wenn jetzt. Ja, noch ein Titan oder Skala nimmt jetzt noch mehr alles raus. Eine beiden Ausrüstung. Nächste Kaldra. Ziemlich hart gelaufen, krass, aber da kam halt auch nichts von Devon Hawks nach. Schade eigentlich, weil Devon Hawks kann so viel nachziehen eigentlich. Da hätte ja nur ein Hawk kommen müssen. Ein Hawk ist ganz gut. Charming Prince. Charming Prince für Scry ist ganz nett. Es sind so viele gute Karten da drin und man hat sehr awkward gezogen, habe ich das Gefühl. Ja, das war echt, also die Hand war, fraglich und dann noch die Draws. Ja, hat doch auch ein Horizon Land liegen, oder? Ja, man könnte noch eine Karte ziehen, aber 4 Länder und danach nur noch 3 Länder ist schon. Ja, schwierig. Vor allen Dingen hat man in der Runde dann auch nur 2 Mana offen. Hier gibt man noch einen Shadow Spear. Boah, jetzt hat man aber auch alles, ey. Ja, einmal Prügelzeit. Vor allen Dingen, da ist doch noch irgendwo, oder ist der Token schon wieder weg? Der Token liegt noch da. Das heißt, du hast jetzt einen Token, der 1. Das sind 12 zwei, Damage. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10. Das sind 14 Damage. Das ist Liefel. Ja, da brauchst du auch nicht mehr rechnen. Der Token allein ist 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ist der. 9, 11, 13. Nee, du hast, glaube ich, das eine Artefaktland noch vergessen. Ja, die Needle und die Beastgeil darfst du nicht zählen. Die Ding. Egal, 2-1 für Deadgear Affinity und ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ciao, ciao.